Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Ja, nun nach einiger Zeit möchte ich, nachdem ich ein großes Review-Video gemacht habe, nun auch meine Meinung sagen zu dem Spiel Valeria Königreich der Karten in der Dunkelschreck-Variante. Nicht irritieren lassen, ich habe die englische Version auf Deutsch unter dem Titel erhältlich beim Schwerkraft Verlag. Und so sieht die Grundbox aus. Boah, richtiger Klopper. Ne? Und dazu braucht ihr diese Erweiterung, um das Ganze kooperativ zu spielen. Hier dreht es sich natürlich in dieser Review rein und allein um die kooperative Variante. Nehmen natürlich Aspekte des Grundspiels mit rein, die aber in der kooperativen Version mit gelten. Das heißt, ich führe hier keine Bewertung durch der kompetitiven Variante. Ich denke aber, das ist logisch, wenn ihr hier bei mir auf dem Kanal seid. Gut, legen wir los. Zum einen, große Stärke des Spiels, auch wenn es erstmal gar nicht so aussieht. Ich finde das Regelheft sieht nicht so wirklich einladend aus, aber es ist schon gut strukturiert von der Sache und die Regeln sind sehr klar, sie sind kurz, sie sind intuitiv von der Sache und so kommt man schön in das Spiel rein. Eine ganz große Stärke dieses Spiels ist in meinen Augen die sehr geringe Downtime, die einfach daraus resultiert, dass wir den Großteil der Aktions- oder der ganzen Phasen gleichzeitig vollführen. Ja, der aktive Spieler hat meist noch ein paar größere Vorteile, weil er größere Boni bekommt, allerdings können die anderen in der Zeit auch was machen. Große Stärke dieses Spiels, wenig Downtime und das ist daher auch gut mit mehr Spielern möglich, was wir bei anderen Titeln ja immer das Problem haben, desto mehr Spieler mitspielen, desto länger dauert das Spiel. Das führt auch dazu, dass wir immer wieder aktiv mit dabei sind und in diesen ganzen Diskussionen, denn wir haben bei diesem Spiel viele Diskussionen, vor allem taktische Diskussionen, was machen wir wann, welche Probleme, die wir nämlich haben, welche Löcher in den Mauern beispielsweise versuchen wir zu fixen oder gehen wir eher auf unsere Missionen und versuchen darüber schnell zu gewinnen. Wir haben hier einen schönen Mix aus Castle Defense auf der einen Seite, denn wir werden ja angegriffen in der Burg und auf der anderen Seite ja irgendwie so ein Engine Building, denn wir kaufen ja diese Karten und die verschiedenen Zivilisten, die uns dann halt unterstützen und uns in der Zukunft hoffentlich bei den entsprechenden Würfelwürfen die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung stellen, ja, also durch Stärkepunkt gemacht etc. Dabei ist ein Glücksfaktor mit dem Spiel, der ist mir aber nie negativ aufgefallen, denn es hat ja schon eine gewisse Relevanz, welche Karten ich nehme und ja, das gibt es natürlich bestimmte Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Zahlenkombinationen, wenn man dann eher da seinen Fokus drauf legt. Also dadurch, dass sehr viel gewürfelt wird in dem Spiel, hat sich das bisher eigentlich immer gut ausgeglichen. Schön ist natürlich auch die Modularität, das kann auch ein Fluch sein, dann kommen wir gleich bei den negativen Sachen dazu, aber grundsätzlich, ihr könnt euch weitere Zivilisten kaufen, die ihr dazu kommen wollt, neue Monstergruppen mit dazu. Also ihr könnt hier sehr viel Varianz mit reinbringen. Ich finde, das Grundspiel und die Darkspawn-Erweiterung bieten schon genug, aber man kann sich da ohne Probleme noch mehr holen, wenn man noch mehr Abwechslung haben möchte. Stark ist auch, wir können sowohl das als Missionssystem spielen mit den verschiedenen Missionen der Kampagne, die auch eine sehr angenehme Länge hat, die man dann wirklich auch mal spielen kann, ohne wieder über Wochen sich zu verpflichten, einen so einen Titel länger zu spielen. Oder ihr spielt halt einen One-Shot, also nur dieses auf 1 ausgelegt, wobei ich sagen muss, die Kampagne hat die größere Stärke, weil ihr dort halt einfach eine schöne Progression habt und es auch cool ist, was so für Sachen nach und nach freigeschaltet werden, auch spielmechanisch, das ist wirklich gut umgesetzt. Insgesamt also ein schönes kooperatives Spiel und eine große abschließende Stärke, das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal sagen, ist konfrontative Regeln, Solo und kooperative Regeln sind nicht allzu unterschiedlich. Das heißt, ihr könnt eine Form des Spiels im Konfrontativen lernen und dann die anderen beiden oben drauf packen oder halt auch nur Solo und kooperativ spielen. Das haben sie wirklich gut umgesetzt. Bei den Schwächen. Ich finde, das Board gehört mit dazu. Das wölbt sich schon sehr. Ich hätte mir da, und da haben andere Verlage ja schon anders gemacht, eine Puzzle-Lösung genommen, ne? Wo man das einfach miteinander verzahnt. Da hätten wir eher eine Plane-Sache. Man kann das beschweren, dann geht das alles auch, ja. Aber grundsätzlich finde ich das nicht so schön, wenn das immer so gewölbt da durch die Gegend legt, wenn er das auspackt. Die Modularität, habe ich schon gesagt, die kann man auch negativ sehen, denn das kann auch ein ganz schönes Geldgrab werden. Es gibt ganz schön viele Einzelpacks. Da wäre es irgendwie auch grundsätzlich irgendwie cooler gewesen, wenn es da so Bundles gegeben hätte. Hier muss man natürlich sagen, das Ganze war natürlich ein Crowdfunding-Projekt, ist dann in den Retail-Markt reingekommen und da werden die Dinge natürlich sehr einzeln verkauft, wohingegen sie im Crowdfunding-Bereich zwar nicht auch nicht zusammengefasst verkauft wurden, aber natürlich da gab es Bundle-Preise, ne, die dann das Ganze attraktiver gemacht haben.
Da müssen wir sagen, ja, die Kooperation ist hier da, indem wir miteinander reden und wir können auch Ressourcen austauschen, aber ganz ehrlich, das tun wir sehr selten, denn die Aktionen, die wir haben, sind schon sehr wertvoll und dann kaufen wir doch eher lieber Kahn. Das heißt, die Kooperation abseits der Absprache, wer welche Ressourcen ab, wer kümmert sich um was, ist eingeschränkt, denn jeder macht so irgendwie sein Ding. Das muss euch bewusst sein, also da gibt es Spiele, die eine deutlich größere Kooperation erfordern. Und was ich ein bisschen schade finde, denn das mag ich eigentlich in der konfrontativen beziehungsweise in der Solo-Variante, nämlich dieser Aspekt der Domänen und der verschiedenen Fürsten, also Dukes, die ihr hier haben könnt, die verschiedene Bepunktungsmaßstäbe nochmal mit reinbringen können. Das brauchen wir natürlich im Kooperativen nicht, das ist logisch, aber es ist trotzdem schade drum, weil gerade die Domänen zu erwerben, fand ich immer einen ganz interessanten Aspekt dieses Spiels. In Summe, als großes Fazit muss ich sagen, mir gefällt das Spiel sehr gut und ihnen ist ja wirklich ein tolles Ding gelungen. Vor allem dieser Engine-Building-Aspekt, sehr simpel von den Regeln her, sehr simpel vom Ablauf. Also unter 2 würde ich die Komplexität auch bei Board Game Geek mit einsortieren, wenn man die Regeln erstmal verstanden hat. Und das ist eine ganz große Stärke dieses Spiels. Schön, dass es die ganze Sache auf Deutsch beim Schwerkraftverlag gibt. Also da könnt ihr auch auf die ganzen Sachen zugreifen. Ein sehr cooler Aspekt. Und ich habe noch gar nicht die ganzen Erweiterungen, die man da noch hat, mit eingebaut. Manche kann man nicht im kooperativen Spiel auch mit benutzen. Mir reicht es aber das Grundspiel und diese Erweiterung vollkommen aus. Ja, das waren meine Gedanken zu Valeria Königreich der Karten oder Valeria Card Kingdoms. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann haut es gerne rein in die Kommentare, könnt auch gerne beim Regelvideo kommentieren. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.